Wir befinden uns an der Probe von der Laienbühne Bratelen für unser nächstes Stück in der alten Dorfturnhalle. Es geht jetzt noch 4 Wochen bis zu der Premiere. Es ist die intensive Phase angebrochen. Wir fangen an, Sachen zusammenzusetzen, die wir einzeln auseinandergenommen haben und die das grosse Ganze miteinander anschauen. Ich aber sage, die Liebe ist geheimnisvoll wie der Tod. Ich kann mich 3 Monate nach dem Tod meiner Frau mit einer anderen einlassen. Ja, sogar nach 3 Tagen, vielleicht am Sterbebett. Das sagt nichts darüber aus, ob und wie ich meine Frau geliebt habe. Es geht um die Liebe. Und das ist ein ganz emotionaler Bereich. Es soll nicht überschwänglich werden, es soll nicht Romeo und Julia werden, herzzerrissen, yeah. Aber es beschäftigt dich. Und ja, es ist ein Zwist in dir drin. Ich rufe unter den gegebenen Umständen die Zeugin Jacqueline Roux in den Zeugenstand. Du vergisst dich da so ein bisschen. Das machst du wirklich daheim. Wenn man dich nicht sieht, dann schwätzest du mit dir. Und das passiert dir jetzt hier ein bisschen im Gerichtssaal. Du fallst in das Muster rein. Und dann auch. Und da sagte ich, Jacqueline, sagte ich. Ich hatte beobachtet, dass die Putzfrau das Atelier nicht mehr putzte, weil der Lärm, den sie dabei verursachte, ausblieb. Da dachte ich, muss ja auch nicht geputzt werden, wenn keiner darin malt. Aber dann war doch Licht im Atelier. Und da dachte ich, Jacqueline, sagte ich zu mir, Jacqueline, da stimmt etwas nicht. Ihre Konversation mit sich selbst interessiert uns hier nicht. Erzählen Sie uns, was Sie beobachtet haben, was Sie mit Ihren eigenen Augen gesehen haben und fügen Sie nichts hinzu, was Sie mit Ihrem Eid nicht vereinbaren können. Einmal wurde vergessen, den Vorhang zu ziehen. Und da sah ich Schatten. Schatten? Worauf? Na, auf den weißen Vorhängen, die schon immer da waren. Was für Schatten? Die Schatten einer Frau und eines Mannes. Ich nehme an, Madame Roux. Madame Roux? Madame Roux, dass Sie schockiert waren durch die Bilder, die sich Ihnen boten. Das kann man wohl sagen. So, dass Sie sich sofort wegtreten und Ihre Augen bedecken. Nicht sofort. Wie lange haben Sie dem Treiben zugeguckt? So lange, bis ich genug hatte. Madeleine! Schau die an. Hast du dich gar nicht verändert? Also etwas Unangenehmes könntest du mir jetzt also auch nicht sagen. Ich kann nicht nur wollen, dass du hier ankommst für den letzten Tag von diesem Prozess. Ich habe auch... Sondern? Ich möchte dich bitten, ein paar passende Worte an mein Grab zu sagen. Willst du dich aufhängen? Nein! Mit der Pistole? Die Todesart hängt nicht von mir ab. Es ist so, dass ich wahrscheinlich heute Nacht ermordet werde. Ermordet? Ja. Ja, höchstwahrscheinlich von mir, wenn du nicht bald aufhörst mit dem Seich. Wer soll dich denn wollen um die Ecke bringen und von wem weisst du das? Von der Madame Cliquot. Das war kurz ein Einblick in die Probe von der Laienbühne Bratelen. Unsere nächste Produktion heisst Hokus Pokus und spielt in der alten Dorfturnhalle. Die Premiere ist am 16. November. Wir spielen Mittwoch bis Samstag bis am 1. Dezember. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie vorbeikommen würden.